Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 29. Januar. Wir sind wieder hier. Wir machen das ja jetzt ganz konsequent so, dass wir wirklich hier 2 Tage und eine Nacht sind und in Tazzacorte 2 Nächte und einen Tag. Ja, so machen wir das. Wir fahren dann los in Tazzacorte, kommen hier 2 Stunden später an, bleiben hier dann auch über Nacht, verbrauchen unsere, was weiß ich, 20 bis 30 Wasserflaschen, die wir dabei haben. Und ja, das brauchen wir auch tatsächlich. Wir wollen hier was essen, spülen, Toilette, Zähne putzen, waschen, duschen, gar nicht zu reden, geht eh nicht. Und versuchen dann halt hier ja, das Beste draus zu machen. Ist auch alles wunderbar, bis auf das fließende Wasser, das ist schon störend. Aber ansonsten ist hier alles fast wie vorher, außer natürlich hier das Schwarze, aber das wird immer weniger, das Schwarze. Wir machen immer mehr weg. Ich habe teilweise schon Pflanzen befreit. Und ich zeige das jetzt hier mal. Ich habe mich auch auf die Suche nach den Lavaströmen gemacht, beziehungsweise wollte noch mal runter nach Puerto Naos und gucken, was in Las Norias los ist. Aber das ist jetzt auch schon wieder nur noch für Anwohner frei. Ja, wahrscheinlich, weil zu viele Leute reingefahren sind, ist das jetzt auch gesperrt, das Gebiet. Ja, so leicht ist es nicht, dran zu kommen. Man kann zu Fuß teilweise einfach weiterlaufen, das ist auch möglich, aber das ist jetzt eine doch zu weite Strecke, weil hier vorne schon gleich gesperrt ist. Ich weiß ja, wie weit das ist, da mit dem Auto noch reinzufahren. Und ja, wir haben hier so viel zu tun. Ich lasse es jetzt mal sein und warte mal, bis das ja zugänglich ist und schau mal, ob ich hinten was vom Lavastrom sehen kann, wenn wir wieder zurückfahren. Ob wir da nach Las Norias schauen können, ob da schon was passiert. Aber hier gibt es immer noch verschiedene Prioritäten, wie was aufgemacht werden soll. Das ändert sich auch öfters mal, so die Ansage dazu. Aber ich erzähle das alles mal, während ich hier ja, weiterarbeite. Ja, und so sah es dann aus, als wir ankamen, gab es keine Durchfahrt. Ich wollte eigentlich weiterfahren, nochmal nach Puerto Naos. Aber da dürfen nur noch Anwohner rein. Man kann dann höchstens zu Fuß weitergehen. Mir kam dann auch ein Polizeiauto entgegen. Da muss man das dann auch nicht unbedingt provozieren. Deshalb habe ich mich dann erstmal an die Arbeit gemacht. Da lagen richtige Brocken drin. Ich versuche jetzt hier diese Kästen sauber zu machen, wo wir früher unsere Kräuter drin hatten. Die Küchenkräuter und dann auch noch Blumen. Das, was an unserer Terrasse direkt ist und auch na, der Küche habe ich erstmal alles schon frei gemacht. Man sieht das Weiße schon, das war ja auch alles schwarz. Und jetzt hole ich so, ja, soweit es geht, die Asche raus, weil ich hoffe, dass sich da auch noch was ausgesät hat, das Basilikum oder was auch alles da stand. Und vielleicht nochmal kommen möchte nach dem Regen. Dann fing es wieder richtig heftig an zu regnen. Es hat geplätschert wie sonst was. Unglaublich. Mit welcher Wucht da das Wasser reinkam. Leider auch bei uns ins Haus, aber das ist eine andere Geschichte. Und hier nochmal vom Fenster aus, da ist richtig da unten bei den Ananas richtige Pfütze entstanden. Ja, und danach habe ich mir dann nochmal den Vulkan angesehen. Der hat dann auch gut gedampft, wie man sieht. Aber das muss einem keine Sorge bereiten. Das ist auch die Nässe und der ist ja auch noch heiß und später wird man auch sehen, dass an dem spitzen Kegel da von hinten, das da rötlich ist. Aber das war die untergehende oder die schon rot werdende Sonne. Und das hat nichts mit einem Lavastrom zu tun. Der Vulkan ist ruhig. Ich habe mir dann später auch nochmal, das werde ich später nochmal zeigen, das wollte ich nochmal nach Las Norias schauen, ob da gearbeitet wird. Aber wir haben Kalima oder es kommt Kalima. Und da ist es doch sehr diesig. Da sollte ja auch eventuell unten angefangen werden zu graben. Dann sollte man sich in Todoque von der Laguna aus sich dort begegnen. Aber das ist dann doch nicht geschehen. Oder zumindest haben die Arbeiten noch nicht angefangen. Und absolute Priorität soll auch immer noch die LP2 haben, weil das ist einfach die Hauptstraße von der Insel. Auch wenn das ziemlich weit oben ist. Und dass auch mehr als 2 Kilometer zu überwinden sind, hat das doch Priorität. Aber ich denke mir, bei La Laguna wird trotzdem weitergegraben bis nach Las Norias. Aber das hat nicht Priorität.
Ja, und dann hat uns noch ein Kätzchen besucht, das kennen wir schon. Das haben wir als junge Katze, haben wir das gesehen, kurz bevor wir weg mussten, haben wir die bei uns gesehen als junges Kätzchen. Jetzt ist sie doch schon größer geworden. Und hier gab es noch ein paar Leckerlis zu fressen. Und dann war sie dann auch schon ziemlich satt geworden und hat eigentlich nur noch ein bisschen in die Luft geguckt. Also mal sehen, ob die bei uns bleiben möchte. Das wird uns sehr freuen. Ja, und hier in der Nähe von der Plaza La Glorieta, da sollte ein Parkplatz entstehen. Und hier stehen jetzt die ganzen Generatoren für den Teil von Las Manchas und auch darunter bis Puerto Naos, die ohne Strom sind. Ja, und ich wollte mir jetzt nochmal die LP2 anschauen. Auf dem Rückweg immer den Vulkan vom Süden im Blick. Aber auch dort ist natürlich noch gesperrt und ich bin dann einfach mal hochgelaufen, um zu sehen, ja, wie sieht's hier aus?